Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Zweites Mal beim Remscheider Sport- und Familienfest, organisiert von der Sparkasse. Daniela Hahnemann, Theo und Frank Denke von der Stadtsparkasse Remscheid jetzt neben mir. Mit der Daniela fange ich an. Daniela, zum zweiten Mal organisiert ihr hier das Remscheider Sport- und Familienfest. Wieso wieder und wie war die Resonanz aus dem letzten Jahr? Da die Resonanz so gut war aus dem letzten Jahr, haben wir natürlich sofort gesagt, das machen wir gerne nochmal, bestellen besseres Wetter als letztes Mal und hoffen auf mehr Besucher. Auch Frank Dinke von der Sparkasse bei mir. Frank, warum ist es für die Sparkasse auch so wichtig, dieses Event zu unterstützen? Also wir als Sparkasse sind ja mehr als ein normales Kreditinstitut und haben eine große gesellschaftliche Verantwortung, gerade hier für die Stadt Remscheid. Und Sport ist ja an sich ein sehr wichtiges Thema für jede Stadt und alle Bürgerinnen und Bürger. Und als dann der Sportbund gesagt hat, ja, wir sind bereit, mit eurer Unterstützung so ein tolles Fest zu organisieren und durchzuführen, waren wir sofort dabei und fanden das erste Mal auch schon klasse. Und das wird heute mit Sicherheit mindestens genauso gut. Also wieder mal eine gelungene Kooperation. Daniela, jetzt stehen wir hier vor einem ganz besonderen Parcours, nämlich dem Theo-Parcours. Der Theo, den sehen wir hier, der klatscht schon. Daniela, warum ist es so wichtig für die Kinder, so einen Anlaufpunkt mit dem Theo zu geben? Ja, wir haben ja viele Stationen, die sich mehr an die Älteren wenden. Die ganzen Vereine, die haben so viele tolle Stationen. Jetzt haben wir uns überlegt, beim letzten Mal hatten wir einen Kiebertz, ein Kinderbewegungsabzeichen. Da hat der Theo ja auch schon seinen Auftritt gehabt. Der Theo ist das Maskottchen der Sportjugend und hat seinen eigenen Parcours jetzt gestaltet für die Kleinen, also alles U3. Das findet sich alles hier im Hintergrund. Und der Theo, auf den fliegen sie sowieso alle. Der kommt ja gar nicht mehr zum Schlafen fast. Autogrammkarten hat er auch schon, also wir sind top vorbereitet, Theo, oder? Frank, wenn wir nochmal zu dir kommen, die Sparkasse ist ja auch sportlich aktiv, viele sportliche Mitglieder habt ihr. Warum ist es für euch auch so wichtig, hier teilzunehmen und vielleicht auch einige Sportarten mal auszuprobieren, selber? Ja, weil ich glaube, dass der Fokus beim Sport in Deutschland generell ja sehr stark auf dem Fußball liegt. Das kann ich auch nachvollziehen, bin auch großer Fan davon, aber man darf ja nicht vergessen, dass es gerade hier in Remscheid eine sehr vielfältige Vereinslandschaft gibt mit ganz tollen Sportarten und die sind eigentlich geeignet, für jedermann auch genutzt zu werden. Also wenn man allein mal schaut, welche Sportarten hier angeboten werden, ich wusste das bis vor dem ersten Sport- und Spielfest auch nicht so genau, wie viele und wie viele erfolgreiche Vereine es gibt und das finde ich auch wichtig, dass man nicht nur auf die Mannschaft oder die Sportart schaut, wo man weiß, dass wir da als Nation gut drin sind, sondern es gibt noch viele andere tolle Dinge, die man machen kann. Also wir sehen die Vielfalt des Sports, die steht im Vordergrund. Und welche Sportarten hier geboten werden, das werden wir uns natürlich jetzt mal anschauen. Jetzt sind wir angekommen beim Bogenschießen und die Monika vom RTV jetzt neben mir. Monika, warum ist es für euch so wichtig, vom Bogenschießen hier den Kindern einen Einblick zu geben, was ihr denn in eurer Sportart überhaupt so macht? Also Bogenschießen ist ja ganz bekannt dafür, dass man die Konzentration stärkt, die Selbstdisziplin stärkt und einfach Spaß an der Sache hat. Und das ist bei den Kindern oberstes Gebot. Frank Denke und Reinhard Ulbricht vom Sportbund haben bereits geschossen. Mit dem Reinhard fange ich an. Reinhard, wie war es für dich? Beschreib doch mal das Gefühl, was du beim Bogenschießen hattest. Sehr schönes. Sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich überwiegend getroffen habe, die Scheibe. Der Ehrgeiz entwickelt sich jetzt natürlich dann auch, den Mittelpunkt dahin zu bekommen. Aber ich glaube, dass dazu ist langes Training erforderlich. Gibt einen weiteren Punkt auch, den ich gelernt habe. Fingerfertigkeit muss man auch haben. Nämlich, das muss man jetzt mal intus haben, den kleinen und den Daumen, kleinen Finger und den Daumenfinger so wegzubiegen und mit den anderen drei Fingern zu halten. Aber es ist eine sehr schöne Sache. Ich habe als Jugendlich, als Kind, ganz früher mit Holzpfeilen, Bogen, dann auf eine Wiese in die Höhe geschossen und, oder auch in die Weite und dann mit meinem Vater geguckt, wer am weitesten schoss. Scheiben gab es da nicht. Und irgendwo mal im Freizeitpark auch versucht zu schießen, das hat überhaupt nicht geklappt. Aber hier war wunderbar. Liegt wahrscheinlich an dem guten Verein. Das nimmt der Verein gerne als Kompliment, denke ich mal. Frank, auch dich hat man ja vom Bogen gar nicht mehr wegbekommen am Ende. Wie war es für dich im Gegensatz jetzt zum Theo-Parcours, wo du ja nicht mitwirken konntest, denn das war ja U3. Jetzt dürftest du es auch mal ausprobieren. Wie war es für dich? Ja, ich fand es auch ganz toll. Ich hatte mir auch vorgenommen, das als erstes Mal zu machen, weil ich von vielen aus dem letzten Jahr gehört hatte, die sagten, boah, das musst du unbedingt machen, das macht riesig Spaß. Und was mir jetzt aufgefallen ist, auf wie viele Dinge man gleichzeitig achten muss. Also sieht im Fernsehen ja immer so leicht aus. Ne? Man stellt sich hin, hält den Bogen hoch und schießt. Nee, also was ich jetzt in den zwei Durchgängen schon alles erfahren habe, mit Kopfhaltung, mit Schulterhaltung, mit Fingern und so weiter, echt spannend. Das hat mir riesig Spaß gemacht.
Also Bogenschießen hier beim Remscher Sport- und Familienfest mal wieder ein voller Erfolg. Ja, und wir werden jetzt mal weiterziehen und gucken, welche Sportarten hier noch so geboten werden. Bei unserer letzten Station heute sind wir jetzt angekommen und Axel vom CC Grün-Weiß-Länder bei mir. Axel, warum ist es euch so wichtig, Tennis hier beim Remscheider Sport- und Familienfest in den Vordergrund zu spielen? Weil ich finde, dass Tennis ein wunderbarer Sport ist und wir haben uns als Dachverband hier zusammengeschlossen mit den drei größten Vereinen, dem Rot-Weiß-Remscheid, dem Blau-Weiß-Remscheid und dem Grün-Weiß-Lennep, um Leuten eine Rückschlagsportart beizubringen. Und ich finde es ganz toll, wenn Kinder, Erwachsene überhaupt in der Lage sind, diesen fantastischen Sport mal zu erlernen. Vor allen Dingen möchte ich, dass Kinder auch mal nicht nur Fußball spielen, sondern für ihr späteres Leben auch die Möglichkeit haben. Das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du einmal Fahrrad fahren kannst, dann verlernst du es auch nicht. Und genauso ist es mit dem Tennisspielen. Deswegen finde ich es toll, wenn möglichst viele Kinder die Möglichkeit haben, das einfach mal auszuprobieren. Und deswegen sind wir hier und freuen uns, dass es sehr, sehr großen Zuspruch findet und das bei allerbesten Wetterbedingungen ist es total toll. Jetzt haben wir ja zwei Spezialisten hier hinter uns, Daniela Hahnemann und Frank Dinke. Was meinst du, wie machen die beiden sich? Also total super, da sieht man mal die Daniela, die ja schon Ewigkeiten spielt, aber das auch jahrelang nicht gemacht hat, aber was für ein fantastisches Ballgefühl die hat und an den Tag legt. Und einen totalen Neueinsteiger, der es direkt fantastisch hinbekommt. Und ich glaube, die beiden sind auch welche, die wir direkt wieder in die Vereine zurückbekommen. Und zu den beiden, da gehen wir jetzt mal flugs hin. Frank Dinke und Daniela Hahnemann. Ich fand, das sah super aus. Frank, Tennis, Spaß gemacht, genau wie Bogenschießen? Ja, ich habe ja lange Squash gespielt. Der Schläger fühlt sich komisch an, aber ansonsten macht es Spaß. Aber gegen so eine gute zu spielen, ist natürlich auch eine Herausforderung. Dann gehe ich mal direkt zu Daniela. Daniela, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen müssten vom ganzen Tag, gab ja auch noch mehr als Tennis und Bogenschießen hier. Kannst du noch mal kurz aufzählen, was es alles noch gab? Skaterhockey, Basketball, Capoeira, Karate, Kickboxen, Hockey, Inline-Hockey. Dann gab es noch, was gab es denn noch? Alles Parcours, Amboss, Bogenschießen, Tennis, Handball. Wir sehen, es war eine große Bandbreite an Sport hier. Wie ist dein Fazit? Wirst du es nächstes Jahr nochmal machen? Ich hoffe doch. Also wenn es jetzt gleich nicht einen Wolkenbruch noch gibt und alle fluchtartig den Platz verlassen müssen, denke ich, war das wieder eine gelungene Veranstaltung und ich denke, das schreit nach Wiederholung. Also Sportbund, Stadtsparkasse und auch wir von RS1 TV natürlich sehr glücklich über dieses Remscheider Event und wir hoffen, dass wir das beim nächsten Jahr wieder begleiten können.